und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, zu Vlog Nummer 144. Oh, jetzt habe ich mir sogar mal die Zahlen gemerkt. Nicht schlecht. Eure Kommentare zum letzten Vlog sind mega geil. Ich habe sie eben gerade gelesen. Also heute ist ja Samstag, der kam ja vor ein paar Stunden online. Jetzt ist schon wieder mittags. Ich wollte eigentlich viel mehr schaffen. Ich sitze eben gerade wieder vor meinem Rechner. Ich habe ihn gerade gedreht. Sieht man da das Setting? Da sieht man die Ringleuchte. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon was abgedreht. Ich habe das abgedreht, was ich sozusagen hier vor meinem Hintergrund, also meinem typischen Sitzhintergrund sozusagen mache. Ich mache das nämlich immer schlau, dass ich alles an einer Stelle abdrehe, damit ich die Kamera nicht ständig umstellen muss. Ansonsten dauert das alles noch länger. Und ja, vielleicht geht es aber erstmal Mittagessen. Ich muss jetzt ein bisschen aufräumen. Ich muss jetzt kurz nach unten zum Auto, weil da nämlich noch Wasser drin ist, was ich gekauft hatte. Und ich brauche Wasser. Ich habe nämlich kein Wasser mehr hier oben. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen am Popo, weil ich jetzt so ein bisschen meine Planung habe für die letzten Tage vor Mauritius. Es ist ein straffer Zeitplan. Aber wir kriegen irgendwie alles hin. Alles geht schon irgendwie. Das einzige Ding ist, am Montag hat Damian ja Geburtstag und das Geschenk ist auch noch nicht fertig. Er wird am Montag wie alt? Er wird 24. Ja, ich musste etwas lange nachdenken. Ich vergesse aber auch mein eigenes Alter. Letztens habe ich zu einer Freundin gesagt, hey, wir sind doch erst 22, du kannst gar nicht 25 werden nächstes Jahr. Sagt sie, doch, du bist keine 22, du bist 23, Schätzchen. Und ich dachte, oh shit, ja, gut. Es ist ein bisschen dunkel hier für den Videodreh, aber ich wollte einfach für dieses Video kein externes Licht haben. Und zwar ist es das Gedanke beim Geschenke öffnen. Jetzt stehe ich auch eben gerade, also ihr seid sozusagen eben gerade im Kleiderschrank. Ich stehe jetzt vorm Kleiderschrank und überlege mir, was für ein Oberteil ich jetzt anziehen könnte. Eigentlich ziehe ich momentan immer die gleichen Pullis an, weil mir einfach durchgehend kalt ist und ich dadurch dann einfach ein bisschen mehr Wärme habe und das vor allen Dingen nicht zu Hause einsehe zu frieren. Also das ist es auf jeden Fall nicht wert. Das sieht doch mal winterlich aus. Ist jetzt nicht so eine ganz andere Farbe, aber im Video sieht man das. Einen Moment, wie geht das? Nein, also so. Ha! Wäre das mal nicht gedappt da. So, jetzt, was mache ich jetzt? Meine Haare sollte ich vielleicht nochmal ändern. Toll, der Spiegel ist genau auf der Seite. Ungünstig, ein bisschen nur, ein bisschen ungünstig. Hallo, ich bin in Mannheim und bin eben gerade sozusagen in der Boutique drin und darf hier mein Silvester-Neujahres-Lookbook drehen. Das ist auf jeden Fall eine super coole Möglichkeit. Danke an die Latistas. Das ist die Boutique. Falls ihr aus der Nähe von Mannheim kommt, ich kann es euch nur empfehlen, hier bei der Boutique vorbeizuschauen. Es gibt unglaublich schöne Sachen. Ihr werdet umfallen, wenn ihr mein Silvester-Lookbook seht. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir haben schon ein paar schöne Sachen anprobiert. Eben gerade drehe ich das erste Outfit, gleich drehe ich noch das zweite Outfit und es folgen aber noch ein paar mehrere Outfits. Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Sophia Birthday feiert mit mir. Sophia ist da. Ich bin da, nachdem ich und in Mannheim war. Und jetzt ist mein Bruder auch da. Und ich bin vollkommen überbelichtet. Warum so hell, obwohl es auch normal gestellt ist? Weil wir strahlen wie ein Sonnenschein. Was sagt ihr eigentlich zu meinen gefüllten Haaren? Okay, das ist unwichtig. Ja, 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 ja. Kennt ihr das Video vor einem Jahr? Da waren wir auf Mauritius. Da hast du Bruch gemacht. Stimmt, da habe ich damit überrascht. Vlog Nummer. Nicht 100, sondern irgendwas. Da war kein Wind. Ich kann mich daran erinnern. Ich wollte an meinem Geburtstag rausgehen, kalt, dann da war kein Wind. Da war kein Wind. Da war noch Flautenzeit. Aber diesmal nicht, dieses Jahr ist heute Wind. Dieses Jahr ist Wind. Und jetzt müssen wir bald zurück, weil in zwei Wochen fliegen wir zurück. Guten Tag, wie ihr seht, es ist super sonnig, es ist super schön. Und irgendwie habt ihr wahrscheinlich auch das Gefühl, dass ich eben gerade nicht laufe, sondern dass ich so ein bisschen gleite. Leider darf ich hier drin nicht so lange filmen, einfach aus dem Grund wegen der Musik, ansonsten nervt mich die GEMA. Aber das Tolle ist, es ist ein wunderschöner Tag, eine schöne Eisbahn. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar Aufnahmen von mir beim Film, beim Fahren. Nicht beim Filmen, sondern beim Fahren. Wenige Tage. Zitat meiner Mama 2017. Das ist das Problem, wenn man in den Urlaub fährt, ne?
Ja, also viele Tage. Und dann man hat einen Termin. Ja. Ja. Wie sagt man da? Weihnachtsmal, ja, das Problem ist halt, weil du immer im Dezember weggehst, deswegen häuft sich das. Aber damit muss man leben. Ich hätte nämlich theoretisch auch noch zwei Termine gehabt, die muss ich jetzt aber leider absagen, weil ich halt nicht da bin. Deswegen, ich merke, so langsam kommt jetzt nach und nach Dinge rein, die ich theoretisch gerne mitgemacht hätte, aber ist ja egal, weil man ist halt weg, sonst kann man gar nicht in Urlaub fahren. So, ich muss jetzt ein Päckchen abholen und ein Päckchen retour schicken. Heute ist Black Friday. Ich hoffe, ihr habt nicht super krass zugeschlagen. Nee, ich hoffe, ihr habt zugeschlagen, wenn ihr etwas hattet, was ihr sowieso kaufen wollt und auf den Rabatt gewartet habt. Aber ich hoffe, ihr habt euch nicht von den ganzen Rabatten dazu verleiten lassen, Unmengen viel Geld auszugeben, denn das passiert meistens. Das ist ja so halt eine Marketingstrategie. Und dann droppen die heute auch noch alle ihre neuen Kollektionen, damit man automatisch auch die normale Kollektion kauft und so. Aber ich habe mich nicht dazu verleiten lassen. Ja, es war anstrengend. Mama, heute ist Black Friday. Was ist Black Friday? Weißt du nicht, ne? Ich habe nichts wirklich was gesehen. Die Mama weiß das alles nicht. So, dann gehen wir gleich noch was shoppen. Ich habe meine rosa Schuhe an. Guckt euch das mal an. Die sind so schön. Ich habe die viel zu selten an. Ich habe ein Päckchen zugeschickt bekommen und es ist irgendwie total, ja, so leer. Gucken, was da drin ist. Ah, wusste ich doch. Mama La Roche-Posay. Hä? Was? Okay. Süß. Beruhigt gereizte Haut und Anti-Juckreiz. Das ist genau was, was ich eigentlich eben gerade brauche, Mama. Ja, das stimmt. Ja, hat viel gerufen. Aber schon, also danke für das schöne Päckchen, La Roche-Posay. Ich freue mich ja immer wieder. Aber das Päckchen war ein bisschen groß, oder? Oh, es ist Weihnachten. Schön. Ja, es glitzert überall. Wow. Stimmt, letztes Jahr hatte Sophia letztes Jahr Weihnachten? Nein, Sophia hatte kein Weihnachten und keine Weihnachtsbeleuchtung. Wir waren eben gerade im Loop. Meine Mama hat was Schönes für eine Freundin von ihr gekauft und jetzt muss ich sie sozusagen, beziehungsweise sie fährt hin zu einer Feier. Ja. Und dann darf ich sie später eventuell wieder abholen oder vielleicht auch nicht. Nein, stimmt. Du denkst nicht? Okay, das ist nicht schlecht, weil dann kann ich nämlich diesen Vlog für euch schneiden. Ich verlinke euch hier den letzten Vlog. Klickt da sehr gerne rein. Hier unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich noch euch eine wunderschöne Woche und die nächste Woche geht es dann los mit den Urlaubsvorbereitungen. Also klickt nächste Woche unbedingt wieder rein und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.